Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Trainsim World. Und wir schauen uns heute das neue Add-on, die Niddertalbahn, an. Bad Wiebel nach Stockheim. An der Stelle möchte ich mich schon mal entschuldigen, sollte meine Stimme leicht hallern. Ich bin jetzt in der neuen Wohnung und die ist halt noch nicht komplett eingerichtet. Von daher, ja, kann es ein bisschen hallern, aber trotzdem werden wir halt unseren Spaß haben. Die Strecke an sich hat schon sehr gute Reviews gekriegt, weil es einfach voller Details ist und sehr gut umgesetzt ist, obwohl die Strecke so kurz ist. Ich meine, die Strecke hat auch nicht Daftale Games gemacht, aber ja. Und wir schauen uns das halt auch mal an, ob wir das auch für gut befinden, weil diese kurze Strecke mit knapp 30 Kilometer, glaube ich, sind es, kostet doch 44 Franken. Ja, das ist die Hauptattraktion. Baureihe 628 und da schauen wir uns gerade erstmal das Modell an. Und was mir da schon aufgefallen ist, was ist das? Ist da jemand mit einem Farbstift irgendwie mal ausgerutscht oder so? Das sieht leider nicht schön aus. Ansonsten, ja, man hat hier die ganz normalen Abnutzungen hier drauf. Ich meine, das wird nicht lang dauern, dann gibt es hier die unterschiedlichsten Liveries. Ansonsten, glaube ich, passt soweit alles. Soweit alles schön scharf. Motorsound ist okay, würde ich jetzt erstmal sagen. Das sieht auch hier okay aus. Wir schauen mal auf der Hinterseite aus. Da ist es auch. Keine Ahnung, was da passiert ist. Als wäre jemand bei der Lackierung mit irgendeinem Effektstift ausgerutscht. Echt nicht schön. Das ist Stockheim. Und dann schauen wir uns das mal von innen an. Machen wir die Tür auf hier bitte. Södele. Einmal Führerstand. Der hintere, den werden wir uns dann noch im Detail anschauen. So der kleine Vorraum hier. Das hier, ich muss mal kurz das Interface. Na, dann ist es auf der anderen Seite. Bei einer Seite kann man dann hier das Ding aufmachen. Die erste Klasse. Raucher. Nein, hier wird nicht geraucht. So, gehen wir hier mal durch. Standard, zweite Klasse. Ja, wieder so Durchgang hier. Toilette. Moment einmal. Okay. Da haben wir schon den ersten Soundbug. Warum hört sich das hier so an? Und da so? Wegen der Tür. Okay, das ist aber trotzdem ein bisschen mehr. Naja gut. Und der vordere Bereich. Ja, das ist mega komisch. Das haben sie nicht sauber gemacht. So, hier glaube ich war das. Da kann man hier das BCP-Ventil aufmachen. Das werden wir dann auch machen. Okay, und der vordere Führerstand. Überschaubar. Und ich würde sagen, ich werde mal das Szenario einmal ganz kurz neu starten. Damit wir hier on time sind, weil ich stehe jetzt hier schon eine kleine Weile. Und dann kann es hier losgehen. Wie gesagt, das mache ich gerade mit euch, weil so lange dauert das ja nicht. Bitte einmal neu starten. Das ist ein Szenario, das dauert knapp eine Stunde, geht die ganze Strecke. Und da gibt es eine BÜ-Störung. Es ist soweit Handarbeit. Na komm. So. Guten Morgen, Lokführer. Heute fahren Sie den Zug nach Bad Wiebel. Aber wir wurden bereits über einen defekten Bahnübergang informiert. Achten Sie also auf die Bahnübergangssignale. Alles klar. So, erstmal PCB hier anmachen. Dankeschön. Und dann rein in unseren Arbeitsplatz. Gerade dann zu hier. So, Richtungswender rein. So, Raydriver funktioniert. Startschalter ein. Bremsschlüssel ein. Und Bremsventil auflösen. Kriegst du auch. Wunderbar. Wir schauen mal mit die Spitzensignale aus. Sind an. Und auf der Hinterseite sind sie auf Rot. Perfekt. So, was ich jetzt noch gern hätte, wäre die Fahrgastraumbeleuchtung. Das wird die Lokführer. Spiegel automatisch. Magnetbremse, Sandsteuer. Bremsentest. Türen verriegeln. Einmal zumachen, bitte.
Hier vorne links, vorne rechts. So. Ja, dann diesmal mal. Ciao, schönes Stellwerk. Und was ich vor allem jetzt gerne mal hören möchte, ist... So, BCB. Ich möchte wissen, ob man das Klackern hier von denen hört. Wenn sie wieder zurückfallen. Ja, man hat's gehört. So, weiter geht's. Ah, das Zughorn ist schön. Das gefällt mir. Also ich muss sagen, also bis jetzt so von der Gestaltung her sieht es nicht so schlecht aus. Egal wo man hinschaut, überall ist was. Das bleibt die ganze Strecke so. Ja, also eben die eine Sache da. Mit dieser Lackierungsfehler da. Und der Sound jetzt hier beim Fahren, das finde ich irgendwie nicht so geil und authentisch. So, was kann man eigentlich hier nur. Also, auch wobei authentisch, was. Ich habe das Original nie wirklich gehört. In den Kommentaren steht drin, der Sound ist so lala. Durchschnitt, aber es könnte schlimmer sein. Hier können wir aufmachen. Genau auch wie hier. So, einem Ort anhalten. Glauberg, Bahnsteig 1. Das ist jetzt gleich mal. Ich suche immer noch den Taster für die Beleuchtung. Kopfhörerpultbeleuchtung. Geht die eigentlich? Nö. Die geht nicht. So, immer schön pfeifen hier. Oh, wow, du bremst aber sehr gut. Da kann ich mir ja Zeit lassen. So, dale. Einmal anhalten, bitte. Ja, das ist doch mal ein netter kleiner Bahnhof hier. Ist mitten im Dorf drin. Aber immerhin Bahnanschluss. Leute wollen hier mit mir nicht mitfahren, die haben wieder Angst vor mir. Und die eine einzige Person, die da steht, die will nicht. Wobei, bei der Stadt habe ich irgendwas draußen. Nee, Moment mal, zuerst. Wie mache ich denn hier die Innenbeleuchtung an? Wo ist das? Ich sagte, das wäre irgendwo in eins von diesen Panels hier drin. Vor dir habe ich es nicht drin. Zumindest nicht gefunden. Was ist das? Ah, was? Okay. Sonst noch Geheimnisse hier? Nö, aber der ist dicht. Na gut, gehen wir wieder mal hier rein. Kann ja pünktlich sein. Komm, lass mich rein. So, Tür zu. Wunderbar. Abfahrt. Bremse klingt geil vom Ventile her. Sehr nice. Aber warum geht die Beleuchtung nicht?
Geht's so grundsätzlich nicht. Nee, ansonsten... Ach ja, muss übrigens auch nicht funktioniert. Wir haben hier hoch. Aber tief macht nichts. Ich weiß nicht, ob es im Original ein Tief überhaupt hat, aber es ist zumindest hier angedeutet. Also ich gehe da mal von aus, dass wir eigentlich auch tief machen könnten. Aber da kommt nichts. Mal ein bisschen Landschaft gucken hier. Das ist wirklich eine schöne Gegend. Mitten im Nirgendwo. Okay, was steht denn auf der Produktseite? Fahren Sie ohne Oberleitung auf den Schienen Deutschlands, erleben Sie die legendäre BR-628.2 und fahren Sie entlang der malerischen Felder und Flüsse Hessens in den authentischen Trainsim Germany Nachbildung der Niddertalbahn aus den 1990er Jahren. Bad Wibbel, Stockheim für Trainsim World 3. Und ich werde hier zu schnell. Ein bisschen runter. Fahren Sie mit Stil entlang der malerischen eingleisigen Nebenbahn an Bord der legendären 628, welche die nostalgischen mintfarbenen Akzente der Deutschen Bundesbahn trägt. Die in den 1980er Jahren gebaute 628 wurde zwar für ländliche Strecken gebaut, ist sie dennoch erstklassig ausgestattet und bietet durch die großen Fenster und die Windschutzscheibe einen freien Blick auf die Landschaft. Moment, wo war ich jetzt? Fahren Sie im gewöhnlichen Tempo zwischen den Stationen hin und her in der Zeit, bevor sie Anfang der 2000 Jahre umgebaut wird und umbenannt wurde. Inwiefern umgebaut? Was wurde denn gemacht? Hat es jetzt eine Oberleitung? Ich glaube, ich muss später mal bei Wikipedia reingucken. Versüßen Sie sich die Fahrt mit der klassischen Dieselrandstehlokomotive der Deutschen Bundesbahn, die BR-365, eine Schwerklasse Ableitung der V60. Die 365 wurde als Streckenlokomotive durch das Niddertal eingesetzt und zog Zuckerlimmzüge aus der Region bis zur Zuckerfabrik in Friedberg. Sorry, wenn ich mal... Oh. Mit 5 km/h. Haben wir die erste Stör... Ah, fuck. Und die PZB sagt Hallo. Hallo PZB, ich hab dich auch gern. So, bitte wieder lösen. Na? Wollen wir wieder? Ja, jetzt. So, wo bin ich jetzt gewesen? Also eben, wir fahren dann halt auch Zuckerrübenzüge hier. Und ja, also wir haben die 628er, die 325er, die ES50 Zuckerrübenwagen und halt, Entschuldigung, Standard Dovetail Games, Features und bla. Ich meine, von der Landschaft her sieht es jetzt wirklich schön aus. Kann man nichts sagen. Ist der Bahnübergang hier? Da vorne. Nee, nee, nee. Immer diese Technik hier. Ja, der ist voll offen. Erinnert mich an Simrail im Playtest, als man da das Tutorial fahren musste. Ging einfach gar kein Bahnübergang. Komm, ein Stückchen noch. Komm, komm, ein bisschen weiter nach vor. Nicht hier stehen bleiben. Mensch, einmal mit Profis. Also nicht mit mir. Ja, anhalten. Sie müssen hier unter, was, herunterkommen und den Übergang von Hand aktivieren. Fahren Sie weiter, sobald die Schranken unten sind.
Okay. Dann machen wir das. Wo genau mache ich das? Ach, da. Übergang aktivieren. Ja, wie denn? Ach so. Okay, jetzt kann ich durch. Und... okay. Die einzige Frage, die ich jetzt habe, ist... muss ich... also ihn echt jetzt auf der anderen Seite wieder stehen bleiben und den wieder nach oben tun? Oder geht er von selber nach oben? Oh, tschüss. Also wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben, ob der Bahnübergang dann von alleine wieder nach oben gehen würde oder ob ich hier stehen müsste und dann wieder hochziehen muss. Wenn ich ihn schon manuell runter tun muss. So, gib Schmackes. Schade. In time. Fix your Bahnübergang. Jetzt will auch wieder keiner mitfahren mit mir. So. Türen sind offen. Will aber nach wie vor keiner mit mir mitfahren. Alles ist dunkel hier. Was hier gut ist? Ah, ich glaube, da könnte man irgendein Poster ranmachen. Ja, sorry, liebe Leute. Geht gleich... oh, überhaupt nicht Copy-Paste. Nö, 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 nö. Na gut, sind Details. Ja, komm, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Komm, komm. Erster Fahrgast, bitte. Steig ein! Ich lasse die Tür extra noch länger offen. Bitte, steig ein! Komm jetzt, nimm diese Tür. Wir haben den Fahrgast! Geil! Tür zumachen. Geil! Nummer 1. Oh, Abfahrt. Dankeschön. So, Maximum Schmackes. Oder wir haben jetzt ja sonst keinen anderen Fahrgast, ne? Wo sitzt die denn? Warum kann ich nicht nach vorne? Dankeschön. Lol, ich sehe sie gerade nicht. Halt. Da ist sie. Ganz hinten. So. Ich glaube, Stufe 2 sollte eigentlich passen. Altenstadt Hess. Bahnsteig 1. 2 Kilometer hoch. Und am nächsten Bahnsteig werde ich mal ganz kurz einen kleinen Cut machen. Und dann werde ich mal kurz bei Wikipedia schauen, was denn hier jetzt umgebaut wurde. Echt schön. Wirklich schöne Strecke. Ja, Stufe 1. Das Wetter könnte ein bisschen schöner sein, aber...
ist, wie es ist. Oh, hätte ich pfeifen müssen. Warum? Wieso klatschte mir jetzt schon wieder eine? Da war doch nicht mal ein Signal oder sonst irgendwas. So. Ah, scheiße, das ist die SIFA. Nee, PCP. Hallo? So. Sag mal, gehst du jetzt gar nicht mehr raus? Was ist denn jetzt los? Ah, Spiel. Okay, geil. Was ist jetzt mit der PCB los? Ja, also ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ah. Damit hast du dich jetzt... Also, okay. PCB bleibt jetzt aus. So. Bremse wieder lösen. Oder war da irgendwo... War doch auch kein Magnet, oder? Also mal... Das ist die 8. So, mal schauen. Da hinten hat's knallt. Da ist er. Mo... Ach so. Okay. Okay, alles klar. Das hat schon passt. Ich weiß trotzdem ohne PCB. Da habe ich dezent übersehen. PCB fahren. Einfach ein bisschen genauer hinschauen beim Fahren. Ach nee, ich lass mal aus. Da haben wir wieder mechanische Signale. Nice. Das heißt, das Stellwerk dürfte auch nicht weit weg sein. Ah, da hätte es sogar eine kleine Ausweichstelle hier. Ö, anhalten. Wunderbar. Ja, sehr gut. Da vorne leuchtet was. Das wäre wieder mal für eine Aufgabe. Nee. Mal kurz umschauen. Ja, ist wirklich ein kleiner, schnuckliger Bahnhof hier. Ja, doch, gefällt. So, Junge, wenn du auf die andere Seite kommst, dann kannst du auch einsteigen. Sie ist sich da schon mal nicht so sicher. Boah, die Kamera manchmal. So, Türen verriegeln. Bremse lösen. So. Abmarsch. Oh ne, wir haben ja gar keine Fahrt. Oder ist es jetzt wie wieder beim Wegfahren? Ah naja, jetzt kommt's. Okay. Bahnübergang ist in Ordnung, da blinkt's. Ciao.
Ja, ist er auch schon. Ah, ich mache das da. Und Rangierende. So, Stufe 1. Ja, die nächste Pfeiftafel. Oder? Ja, doch, Pfeiftafel. Oh, ich glaube, da sollte man das Gebüsch mal ein bisschen trimmen. Geht ein bisschen sehr zu den Schienen rein. Oh, ein Spiel. Schaut euch das mal an, das sieht echt mega geil aus. Also ich muss sagen, da hatten sie mal ein paar richtig gute Schönbauer. So, 2,3 Kilometer rot, warum auch immer. Rechne eigentlich schon damit, dass doch mal ein Zug irgendwie mal entgegenkommt. Was, nur 80 auf der Landstraße hier? Also wir könnten ein bisschen mehr Gas geben. Ja, da ist der Zug dann dezent langsamer, vor allem wenn er dann in jedem Dorf hier hält. Was hast du zur Mühe? Jetzt ist der Berg nach oben. Ja, scheint so. So, einmal anhalten. Ah, oh, das ist ein sehr minimalistischer Haltepunkt hier. So, wir werden da mal da. Dann machen wir links auf. Steigt sie jetzt ein? Die steigen halt ein. Wieso nutzt ihr nicht da die vordere Tür? Wieso geht ihr da nach hinten? Komm, einsteigen. Du auch noch? Da hinten, da wird auch wieder keiner mitfahren. Komm, rein mit dir. Wir den Zug voll haben. Sah irgendwie aus wie Latex. Okay. So, zu mit den Türen hier. Abfahrt. Nächster Halt. Eichen an der Nitter. Oder so ähnlich. Maximum Schmackes. Wieder pfeifen. Ich gehe mal davon, ich habe es garantiert, diese Bahnübergänge erneuert. Oder zumindest abgesichert. So, schauen wir mal das deutsche Kommentar an, oder Bewertung besser gesagt, was als momentan am hilfreichsten gewertet worden ist und vor allem die Negativpunkte immer als erstes. Schön. Selten finde ich bei einem DC auf dem ersten Blick weniger Mängel oder Kritikpunkte wie hier bei der Niedertalbahn. Man merkt einfach, dass sich TSG mit der Entwicklung Zeit gelassen hat. Der Preis mit knapp 36 Euro ist zwar hoch, aber für die gebotene Qualität definitiv angemessen.
Da eigentlich kein Negativpunkt. An manchen Stellen leidet aufgrund des hohen Detailgrades etwas die Performance. Fazit: Insgesamt würde ich die Niedertalbahn als die beste deutsche DLC für Tencent World, wenn nicht sogar alle TSW-Teile, bezeichnen, da man die Liebe in dieser Route und auf dem Fahrzeug einfach merkt. Oh, muss anhalten. Ich hab voll nicht nach vorne geschaut. Ich hab so nach links jetzt geschaut auf den anderen Monitor. Zum Vorlesen. Ja, also die Strecke an sich ist wirklich schön. Aber es sind dann die Details, wie immer. Aber nicht so schlimm und verbuggt wie teilweise DuckTale Games Sachen. Ey, da blinkt's nicht. Wallübergang wieder im Arsch. Zum zweiten Mal. Kann ich ja schon mal aussteigen. Oder kommst du noch? Nix, blinki, blinki. Okay. Was zum... Sehr schräg. Oder stellst du dich um, wenn ich da drüber fahre? Jedenfalls sieht es nicht gut aus. Türen verriegeln, ja, gleich. Alter, diese ganzen Geräusche hier. Ja, der Mercedes hat auch schon bessere Tage gesehen. Ja, sieht nicht mehr so taufrisch aus. So, einsteigen. Blinkt aber nach wie vor nicht. Meter Halt. Ah, jetzt fängt er an. Okay. Du, maximalische Magie ist. Sitzt eigentlich mittlerweile hier einer? Jo, 1, 2, 3, 4. Geht doch, langsam wird die Bude voll. Und das Schöne ist, dass auch in die Distanz halt wirklich Details drin sind. Das gefällt mir sehr gut. Wir sind zu schnell. Ist das ein Moorgebiet da hinten? Oder ist es einfach nur ein bisschen überflutet? Das ist einfach nur ein bisschen überflutet vom Regen. Ich glaube, so soll die Andeutung sein. Sieht aber wirklich geil aus. Sehr nice. Da war die Pfeiftoffel. Da geht's wieder bergauf. Das ist ein bisschen mehr Schmackes. Heldenbergen-Windecken. Bahnsteig 5. Oh, also was Größeres. Ob wir da dann endlich mal einen Kollegen sehen? Bin ich ein bisschen einsam. So, geht doch. Ja, Stufe 2. Wo ist der Übergang? Ach, da ist weiter unten. Da ist er ja. Was Anständiges.
so ein bisschen aus wie so ein Forstweg. Aber auch der mag gesichert sein. So, Leistung Runde. Ja, krass. Warte mal, Dreierkamera mal hier so. Und sogar da hinten. Teils ohne Ende. Ja, okay, das sieht jetzt nicht so schön aus. Der Rand vom Wasser. Kann ich da nicht... Oh, ich kann nicht weiter raus. Sauerei. Jetzt wieder gehen wir mal auf die 12. Jetzt zum Stehen kommen. Oder 3. Ah, wird eine 3. Mein Ski-Handy. Größeres Kaff. Geht ein Gleis weg. Ey, das ist ja Oberleitung. Ja, sag einmal. Da trifft sich wohl die andere Strecke hier rein. Ah, so. Ja, wir müssen uns dann gleich mal den Gleisplan hier angucken. Wir haben wieder Power. Der Bahnhof ist nicht gerade. Da geht es ganz leicht nach oben. Zödri. Schönen guten Tag. Alle einsteigen hier in Hellenbergen. So, mal angucken. Also hier Oberleitung. Da haben wir ein bisschen... Güterzeugs hier. Interessant. Wie weit kann ich jetzt noch da hinten? Beziehungsweise bis wie weit ist da die Strecke nachgebildet? Oh, das da hinten sieht nach Ende aus. Ja, ich mache gleich die Türen zu. Ich muss mir das hier erstmal angucken. Jo, das geht nur bis hierhin. Was soll... Signalattrappen? Okay. So, mit rein in die Lok. Einmal zu. Aber Signal ist rot. Ah, jetzt. Wobei, nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Ganz kurz schauen. Ja, das ist wirklich hier nur so auf beiden Seiten kurz angedeutet. Wir fahren da einfach nur durch. Ja, okay, cool. Abfahrt. Zum Stellwerk ist sicherlich auch ein schöner Bahnhof hier. Wenn du deine Dieselstrecke hast und dann die Hauptstrecke hier. So, eine 3,5 Kilometer schon wieder anhalten. Theoretisch. Windigen. KR Hanau.
Ach, fahren wir jetzt unter die Hauptstrecke. Ja, Tatsache. Cool. Bisschen reinbremsen, wir werden ein bisschen zu schnell hier. Eine schöne Brücke. Also ich muss schon sagen, ihr habt es da wirklich gut mit den Bahnhöfen. Wird da sehr gut angeschlossen. Jo, bremsen. Bisschen härter bremsen. Sorry. Du, Garten auf. Steigt jemand ein? Da steigen wir hier ein. Jetzt haben sie auch mal die hintere Tür. Geil. Der Zug wird voll. Oh, also ich wäre doch jetzt nicht abgeneigt, da irgendwie so einen stündlichen Pendler zu machen auf der Strecke. Also da wird es nicht langweilig fürs Auge. So, zu den Gardern. Wunderbar, los geht's. Büdesheim in Oberhessen. Ja, also das mit den Pflanzen, das würde ich vielleicht nochmal anpassen. Weil das sind ein bisschen arg dicht hier dran. All die Tafel hier vorne. Okay. Also für das, dass es Handarbeit heißt, ist es halt überraschend wenig Handarbeit. Ich würde so lachen, wenn es nur der erste BÜ gewesen ist, der eine Störung hat. Sowas müssen wir im Szenarioplan irgendwie einstellen können. Dass irgendwie so BÜ-Störung oder Signalstörung vielleicht sogar mal vorkommt. Das kannst du halt leider alles nicht machen. Screenshot hier. Ja, da war jetzt der Baum davor, war ja klar. So, wieder rein. Ja, Brücken anschauen. Okay, das ist recht einfach. Boah, diese Kamera, wenn die dann immer wieder mal so reingeht, wenn sie ihre Momente hat. Ja, also der Zeit für den Stellberg. So, 40. Wenn es hier einen Stellberg gibt, dann gibt es mehr als ein Gleis. Oha, ein Tunnel. Ja, und wie Sie sehen, sehen wir nicht sehr viel.
Ja, wäre irgendwie geil, wenn die Beleuchtung gehen würde. Also das ist ja mal sehr überschaubar hier. Drei Gleise. Eigentlich wollte ich in Wikipedia nachgucken, ne? Was mit der Strecke heutzutage ist. Nein! Ah, nicht aussteigen. Södele. Türen sind entriegelt. Könntest bitte alle wieder einsteigen hier? Was macht sie da hinten? Schon wieder du. Latex Lady. So. Okay. Ich mache mal ganz kurz einen Cut. Ich schaue mal schnell bei Wikipedia nach, was mit der Strecke jetzt ist. Und dann bin ich gleich wieder da. So, ich bin wieder da und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also Oberleitung gibt es bis heute immer noch nicht. Ausbau ist geplant, also teilweise mit zweigleisigen Abschnitten. Und bis 2028 ist auch geplant, hier Oberleitung reinzumachen, damit hier kein Dieselverkehr mehr ist. Und täglich fahren auf der Strecke bis zu 7000 Leute. Ursprünglich wollte man die Strecke mal stilllegen, aber das ist nicht passiert. Und jetzt fahren da immer mehr Leute. Das ist eigentlich eine coole Sache. Ach ja, und die ganzen Bahnsteige wurden natürlich erneuert, dass man da ein bisschen barrierefreier einsteigen kann. Södele. Nicht zu schnell hier. Ja, auch das ist jetzt vielleicht nicht so geil. Also, wenn ich da schon irgendwie 35 Euro bzw. 44 Franken ausgeben muss, dann sollten solche Detailsachen nicht passieren. Aber bei der Testfahrt fällt es ja auf, dass da das Gebüsch extrem nah rangeht. Aber für einen Moment dachte ich, da kommt ein Zug entgegen. Da kann alles Mögliche passieren bei Transim World. Zum Beispiel, dass ich Fahrt kriege. Obwohl das Gleis besetzt ist. So, gleich nochmal pfeifen. Ja, aber so rein landschaftlich ist es wirklich die schönste Strecke bisher, was ich so gefahren bin in Transit World. Aber ich finde den Preis zu hoch. Also vor allem, wenn ich dann so Detailfehler finde. Also da hätten sie auch 25 getan. Auch wenn man jetzt die Länge der Strecke mal mit einbezieht, ne? Ich würde da auf einen Sale warten, außer man möchte unbedingt gerne den Triebwagen hier haben. Aber Vollpreis, ein bisschen Bauchschmerz mit dem Preis. Aber dürft ihr auch selber gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr zu dem Ganzen steht. Bin ein bisschen zu schnell hier. Oh, anhalten. So. Bitte alle einsteigen. Geht doch. So, freie Kamera. Ey, wo bist denn du jetzt wieder? Warum kann ich... Ich finde es voll komisch. Ich kann manchmal einfach nicht nach vorne gehen. Ich muss wie zweimal drücken. Das riecht bestimmt gut hier. Und was haben wir hier? Industrie.
und du nutzt die Eisenbahn gar nicht. Schande über dich. So, da wird noch einer einsteigen. Oder auch nicht. Gut, dann machen wir halt einen Gatter zu. Wer nicht will, der hat schon. Dieser Bahnübergang scheint auch so gleiches Vorgehen wie beim letzten Mal. Moment mal, warum sagst du jetzt immer noch Türen verriegeln? Ah, jetzt war das richtig, okay. So, komm, gib Gas. Und nochmal pfeifen. Bü. Also da hätten wir doch ruhig in das Siegleis hier machen können. Ja, der blinkt doch. Alles gut hier. Bist du ja. Wir blinken nicht. Aber der hat... Hä? Was soll denn das? Der... Warum hat der hinten... Der hintere Melder hat nicht blinkt. Hier blinkt es jetzt. Hä? Wie schräg ist das denn? Vor allem... Das ist doch rein von der Anzeige, müsste jetzt ja der hier nicht gehen. Und der Anzeiger, der jetzt blinkt, der war ja für den nächsten Bahnübergang. Hä? Sehr fragwürdig. Gut, dann bleiben wir halt da vorne stehen, aber irgendwie... macht das doch voll keinen Sinn. Das wäre doch die Ankündigung doch jetzt für den nächsten, oder nicht? Ja, ich habe so früh angehalten. Das ist ja sowas von unlogisch. Okay. So, Minimum. So, und ihr habt gerade gemerkt, mein Handy war nicht auf lautlos. So, das gleiche wieder. Einmal runter hier. Und wieder rein. In die gute Stube. Oberdorffelden. So, da. Da war noch die Tür offen. Oder war das nicht die Vorankündigung? Also ich hatte es ja komplett falsch interpretieren da jetzt, ne? Aber ja, gut, ist was ist.
So, schönen guten Tag. Bitte alle einsteigen. Wir haben vermutlich dezent eine Verspätung. Ich habe noch leider keine Uhrzeiten. So, da ist auch wieder alles gut hier. So, geht auf. Einsteigen. Oh, sie will nicht mitfahren. Schade. Oh Mann, diese NPCs manchmal. Habe ich natürlich gut angehalten bei ihm. Was? Wo ist der hin? Okay. Ach, diese Trainsafe-World-Momente. So, Tür zu. Abfahrt. So, Niederdorf-Felden, Bahnsteig 1. Ja, ihr kommt es leider alle zu spät. Jetzt früher. Okay. Der ist einfach mal hinterm Schild verschwunden. Ach ja, bei dem Umbau und bei der Modernisierung ist auch der Streckenvermax von 60 auf 80 angehoben worden. Wollen wir mal ein bisschen schneller hier fahren. Ah, die nächste Pfeiftafel. Zeit für Stellberg. Mann, das ist ja voll schade, dass wir keine Zugbegegnungen hier haben. Ja, netter kleiner Bahnhof hier. So, den auf. So, einer verlässt uns. Der bleibt natürlich direkt da stehen. Das macht man übrigens nicht. Just saying. Geh weg da. Wisst ihr, da kommt gerade der Nächste. Oder auch nicht. Also kleine Güterrampe hier. Oh ja, eigentlich ganz nett. Berchtesgaden, von Ankunft bis Abfahrt, reine Erholung, Deutsche Bundesbahn. Cool. Mensch, was ist denn? So, zumachen. Steht denn da eigentlich? Betreten der Gleise vermutlich verboten. Sie ist nicht so gut. So. Full Power! Ja, für irgendwie. Okay. Oh, der ist auch wieder in Ordnung. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass auf der Strecke ab und zu mal kracht beim Bahnübergang. Also vor allem bei den nicht gesicherten. Das ist, sofern sie immer noch nicht gesichert sind. So, nächster Halt, Gronau. Ein Dorf nach dem nächsten hier.
Ciao. Aber für den zweigleisigen Ausbau haben sie teilweise wirklich gut Platz. Das dürfte jetzt hier nicht so schwer zum Umsetzen sein. Aber ob es das wirklich braucht. Genug Ausweichstellen hat es ja. Sidele. Moment mal, der hat jetzt auch nicht blinkt, oder? Hat den nächsten Body übergangen, der doof ist? Sag mal, wo ist... Ach, da ist der Bahnsteig. Richtig schön versteckt. Ja, also Wohnung in bester Lage da, ne? Oh, das wäre definitiv auch was für mich. Ich würde da einziehen. Die Züge beobachten. Und wenn ich noch irgendwo weg will, dann muss ich noch einmal umfliegen. Ah, umfallen, so. Ja, genau. Auf. 30. Also... Das ist irgendwie sinnbefreit, was sie da machen. Aber okay. haben wir hier vielleicht irgendwie Gutes am Bahnsteig? Na, ja, sieht zumindest keine Gutes. Nicht auf den ersten Blick. Sorry Leute, für euch ist es zu spät. Warum 30? Ja, der Bahnübergang. Ach, jetzt blinkt er. Im letzten Moment. Boah, das kommt gerade Schlag auf Schlag hier. So, brav stehen bleiben hier. So, ich mag es. Ja, also die 30er, die waren jetzt ein bisschen unnötig, finde ich. Hauptsache der Lokführer ist genervt. Wilbel. Irgendwie so. Das ist auch unser Endbahnhof. Weiter geht es nicht mehr mit der Strecke. Wenigstens mal ein bisschen Strecke machen hier. Ja, doch. Also ich muss sagen, die Strecke wird mich auf jeden Fall nochmal sehen. Ich glaube, ich habe mal Bock, da mit der 30-3 hier im Güterzug zu fahren. Das war sicher noch spaßig. Aber dann von der Gegenrichtung aus. In die Richtung bin ich ja jetzt schon gefahren. Und dann muss ich mal schauen, ob im Fahrplan da Zugbegegnungen sind. Also ein bisschen... doof, wenn hier gar nichts los ist. Vor allem der eine Part, wo wir die Hauptstrecke mal kurz anknutschen. Da wäre schön, wenn da ein bisschen was los ist, wenn man einfährt.
so sind wir komplett alleine. So, wieder pfeifen hier. Aber da kann man jetzt wirklich sagen, Nebenbahnromantik hier. Hier mit der Dampflok mal durchfahren. Das wäre es noch. Okay. Disused hier, so wie es aussieht. Ja. Da ist auch ND. Vielleicht soll das mal irgendwie seine Ausweichstelle hier. So, mehr Schmack ist. Wir werden langsamer. Ja, andererseits müssen dann eh gleich mal 40 fahren. Ja, komm, ausrollen. Wieder eine Hauptstrecke hier. Es gibt wieder eine Oberleitung. Aber einfach kein Zug da. So, was haben wir denn hier eigentlich so alles Schönes? Okay, Abstellungen hier. Da hinten ist Güterterminal. Da sind wir ein bisschen schnell unterwegs. Okay, Bahnsteig da für uns. Hauptstrecke hat denn da unten. Okay. Niedlicher kleiner Bahnhof hier. Da ist Stellwerk drin. So, bleib da rein. So, drin. So, Tür auf. Und wir steigen aus. Tür auf. Ja, also... Oh, schade, da steht gar nichts. Aber die alten Anzeiger sind cool. Ja, das war eigentlich eine nette, spaßige Fahrt. Hat mir gut gefallen. Strecke kriegt von mir Daumen nach oben. Auch der Triebwagen, auch wenn er so seine Quirks hat. Ich bleib dabei, für 44 Franken, diese 35 Euro, ist trotzdem ein bisschen viel für die Strecke. Also A, wegen der Länge und wegen ein paar Detail-Issues. Sehe ich eher so bei 25. Das, glaube ich, wäre ein angemessener Preis. Also ich würde auf einen Sale warten, bis das nach unten geht. Und ja, aber ansonsten gut gemacht. Also ja, vor allem für den Triebwagen. Mit dem werden wir sicherlich noch auf anderen Strecken unterwegs sein. Und wie es euch gefallen hat, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, bis denn dann und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.